Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Das ist sehr interessante Kunst. Damit willkommen zum Portal 2 Replay. Sie sollten sich jetzt mental gestimmt Hallo, fühlen. Willkommen. Hallo, ich bin auch sehr gespannt von der Kunst. Nicht hinreichend stimuliert haben, ich habe auf den Buzzer gewartet. Vorher habe ich mich nicht getraut, die Kunst zu bewundern. Schöne Musik. Ich bin so ein Rebell, ich warte nicht mehr auf den Buzzer. Oh, ich warte in einem Museum, wo überall Buzzer eingebaut sind. Wo du quasi so eine Runde laufen kannst und immer mit dem Buzzer kommt, musst du dir das Gemälde, was nehmen die jetzt? Direkt angucken, richtig mit Aggression. Dirt, nächster. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9. Ich schlafe mit der Mauswippe. Hallo? Jemand da drin? Ich möchte auch lieber schlafen. Das wird wahrscheinlich, damit ich mich muss ich aufregen, damit wir zwei hier jetzt schläfst bis vier, das ist super schnell. Kannst du jetzt hört mal, was kannst Ricky sagt. Die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Oder falls Sie eine englische und mach schon die Tür auf. Das ist du aggressiv. Hallo mein Freund, mach doch sag mal, hast du irgendwelche Zuckungen in der Hand? Ich sag so nein mit der Maus. Vielleicht nein, 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 das sind Zuckungen. Hello friend, open the door. Where is the nee, schön. Denke ich auch so im Englischen drin. Jetzt, nee. Jetzt. Es flehen mich ja nur 10.000 andere Testsubjekte an, Ihnen bei der Flucht zu helfen. Ist ja nicht so, als würde guck uns die anderen Bett an, wie die Ohren fliegen. Na schön, ich will ehrlich sein. Du bist das letzte Testsubjekt hier. Und wenn du mir nicht hilfst, sterben wir beide, klar? Ich wollte es ja nicht sagen, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Kapiert? Tod, wie in Leiche. Ich liebe den Synchronsprecher. Hallo? Tod ist doch gar nicht in Leiche. Du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Du magst es ja mit dem Bild zu wackeln. Ja, das sind meine Maus-Impressions. Das sind Zuckungen. Ich will auch so eine Mikrowelle. Die hörst sieht du so mich? Modern aus. Hallo? Ich will so ein Bild. Es wird halt nie erklärt, warum man eigentlich nicht. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar ein noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ja, in Spielen reden die Charaktere nie, tut mir dass leid. Bei dir ein leichter ja, Fall ja, genau. Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Jetzt schon so ein richtig krass. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Space, sprechen. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen also, sind die englische Stimme von Wiki überzeugt mich immer noch. Ich habe zwar auf Deutsch gespielt, aber die englische ist echt cool. Ich finde tatsächlich, dass sie auf beide Stimmen ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich ja, aber die englische manchmal mag ich die deutsche GLaDOS besser als die englische. Ja, das ja. Aber Wiki muss ich zustimmen, ist auch im Englischen ein bisschen besser. Warte, das ist ganz schön knifflig. Ich finde ihn sehr sympathisch. Natürlich keiner was. Übrigens, das Bild. War das vorher, war da kein Mond, oder? Ich kann mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Tests. Das Bild ist jetzt weg. Aber das Bild, war das, was man da gesehen hat, das war jetzt bei Nacht, das war vorher bei Tag, oder? Achso, ja. Das ist was, wenn du schlafen gehst, ist auf einmal alles da drin Nacht. Du hast ja vielleicht gesehen, auf der linken Seite ist auch noch so ein Wandgemälde gewesen. Das ist auch direkt zu Nacht geworden. Und da gab es eine Sonne und wenn du dann wieder rauskommst, mal, ist doch immer Mond. Das Management hier runterkommt das und 10.000 nutzlose Mannschaften. Allgemein, diese Szene ist sehr gut gemacht. Wenn man so andere Source Engine Spiele sieht, dann ist es ungewohnt nicht
ja, schlauchig, dieser Abschnitt. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Wir haben noch keine Leiche gesehen, von daher. Okay, wir sind ja. Jetzt achtet mal darauf, was da steht auf der Wand. Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Docking Station, 50 feet an below. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Und er sagt, hier ist eine Andockstation. Mach dich bereit. Und er geht halt voll dagegen. Nein! Ja, er dockt doch an. Ja, aber die ist ja unten. 50 Feet nach unten. Also, stimmt, das sind Pfeile nach unten. Jetzt check ich's erst. Ich hab das nie kapiert. Und da steht 50 Feet nach unten. Könnte kompliziert werden. Aber oh Gott, halt das hab ich nie richtig. Das ist halt so ein richtiger Scheuchchen. Ich hab's nicht gedacht. Ja. Geschafft. Das ist also ein richtiger Weakness. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht Löcher. Sondern, na, du wirst es schon merken. Also. Schön bei der Sache bleiben jetzt. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Bohrer. Drillbohrer. Jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, spring dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Und wenn ihr mal seht, jetzt gleich, das ist das Besondere an diesem Let's Play oder an diesem Replay. Halt. Genau, ich werde jetzt ein bisschen Szenen einblenden vom ersten Portal, die das Ganze ein bisschen zeigen. Das ist sehr cool. Die sehen das ja auch gerade, das finde ich sehr gut. Echt gut gemacht, das muss ich dir lassen. Und das wird jetzt noch, die ersten kann man noch öfter passieren. So können wir auch in Zeiten sozialer, sehr cool. Weil so ziemlich jede Kammer am Anfang. Eine alte Kammer aus Portal 1 ist. 3, 2, 1. Es ist sehr cool gemacht, das muss man dir lassen. Besser als. Funktioniert das hier mit den Radios auch? Nein. Du meinst, dass man die an bestimmten Punkten gehen soll? Ja. Nee, das ist etwas, was sie in Portal 1 hinzugefügt haben, als klar war, dass Portal 2 kommt. Diese Tests die Notsituation ausgelöst. Ach so. Ja auch. Wobei, ich glaube, bei einem Radio geht's, oder? Und da sieht man auch, die Cubes leichten jetzt auf, wenn sie auf den Knopf gehen. Das ist auch eine besondere Änderung von diesem Spiel. Allgemein wurde viel verbessert und in einen anderen Style gemacht. Und zwar, vielleicht kennt ihr das ja, diese weißen Texturen, ne? Die sehen ja jetzt anders aus. Das haben die geändert in der Entwicklung, weil die ohne Scheiß in Portal 1 diese Textur verloren haben, die Originaldatei. Und dann mussten sie das Ganze nochmal neu machen, die ganzen Grafiken. Wow. Ja. Das ist halt, wenn du jetzt Entwickler aus dem Spiel ich hab mal 3D-Spiel verloren. Ups, da ist die Textur weg. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit. Ich dachte, du hast die Textur. Hä? Nein, du warst dafür zuständig. Oh, verdammt. Auf Ihre Schläfen aus. Ja, wo ist die Textur? Ja, wo ist sie? So, und in dem Fall ist es auch so, dass in Portal 1 das Ganze getimed war. Das heißt, das Portal hat sich automatisch geändert und in Portal 2 musste man mit dem Knopf das Ganze ändern. Das ist dennoch sehr cool, dass man da so. Und das dauert aber auch ungefähr genauso lang, der Test, wie man hier sehen kann. Ja, das ist richtig. Also da bin ich Props an dich, dass du das gemacht hast. Das finde ich gerade sehr cool, das fasziniert mich. Ich merke, du bist ein bisschen geflasht. Ja, das ist sehr cool. So viel Professionalität hätte ich von anderen nicht erwartet. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten. Also zumindest onscreen, ne? Offscreen muss man ja dir zugute halten, dass du da sehr viel Professionalität an den Tag legst, gerade was eine Seite angeht oder das Blink-Tool, was man gerade sieht, ja, was mir gerade sehr wichtig ist. Ich bin noch nicht. Vielleicht sieht man es auch nicht. Eventuell mal das Original-Footage drüber. Wenn da gute Wenn es besser aussieht. Wenn es bessere Qualität gibt. Aber dann mache ich das mit Hand oder so. Was ich noch gar nicht gesagt habe, habe ich schon gesagt, wer dabei ist? Ich glaube nicht. Ich bin dabei, der Andreas, der Julian und der Tobi. Aber trotzdem. Halt einfach so. Da seht ihr übrigens. Hier seht ihr übrigens den Reichstag. Ja. Nicht mehr. Die sich gleich anbeten, ne? Tschüss, ja klar. Mit Adolf Bottler. Na bitte, cool. Geschafft! Hallo, Whitley! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Richtiger Bait. Nein, schon okay. Schau dich ruhig um. Genau, bei dem Podest. Ja, schau dich ruhig um. Hallo? Knack. Kann ich mal laufen. Siehst du die Portal? Ja doch, sie hat ja die Schuhe an. Ja. Fällt eine Klippe runter. Hey, lebst du noch? Ja, ich hatte noch Schuhe an. Vor allem, anstatt er fragt,
wartet er einfach. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Es könnte auch sein, dass ich manchmal einfach stehen geblieben bin, um also Thumbnails zu machen. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wie zum Beispiel jetzt. Aber ich habe mir auch jetzt hier in dem Raum die Gemälde angesehen, weil die auch sehr nett und cool aussehen. Ja, die sind. So, hier zum Beispiel GLaDOS, die die ganzen Wissenschaftler tötet. Ich glaube am Anfang von Port Lines. Hier sehen wir, wie GLaDOS aktiviert wird. Da ist sogar noch das alte GLaDOS-Design. Stimmt, das ist anders, ne? Das ist das Shell. Oben kannst du die Uhr lesen. Ja, das ist Shell. Das ist da, wo Shell die Portal Gun bekommt. Das sieht man an dem orangenen Kopf. Und das ist Shell, wie sie einen Kuchen bekommt. Und da an der Seite ist Redman mit einem Herzcube. Der Kuchen ist eine Lüge. Mhm. Genauso wie Warplace. Ja, Warplace ist eigentlich auch nur in euren Köpfen. Ist eigentlich nur mein Kopf. Alles, was ihr hier erträumt habt. Okay. Und das ist ziemlich traurig. Das ist Limbo. Ja, mit alle Limbo. Limbo ist die Art von Albtraum. Limbo ist eine Art von Albtraum. Das macht sogar Sinn. Limbo. Brossboy ist euer Limbo. Hier. Das ist nett. Brossebräu. Genau. Neues Bier, Brossebräu. Der war jetzt hier übrigens mit der Einblendung von dem Bier und Brossebräu draufsteht. Ach, verdammt. Verarbeitet hast, verdammt. Die ich dann auch für meinen Brossebräu benutzen kann. Photoshop. Du machst es mir nicht leicht. So wie Photoshop. So wie Photoshop. Oh Mann. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Und zu vermeiden, dass jetzt kommt Jazzmusik. Jazzmusik. In 3, 2, 1. Dazu jetzt eine Vögel, Alter. Ja, oh, vielleicht dann nicht. Das ist die ersten, kann man solche harten Parallelen haben, wusste ich gar nicht. Das fällt einem auch gar nicht so auf, weil das Ganze ja auch Ich muss zugeben, ich habe Portal 2 direkt nach Portal 1 gespielt. Ne? Mir ist das halt nie aufgefallen. Ja, aber allein diese ganzen anderen Designs macht das gute Arbeit. Nicht unbedingt so. Die bescheißen doch, die recyceln einfach nur. Nee, es ist einfach. Portal 1 hat einfach die perfekten Tests, kann man für das Tutorial gehabt. Und dieses Spiel nutzt das halt einfach für das Tutorial in dem Sinne. Sherlock Tobi erkennt's nicht. Nee, die bescheißen, sag ich. Die recyceln einfach nur. Die haben keinen Bock auf ihre Hörer. Das ist bescheißen. Knack. Also wenn immer du... schlimm, diese Entwickler, die einfach Sachen wiederverwenden. Unglaublich. Ich habe gehört, im nächsten Mario-Spiel soll man springen können. Nein. Haben nur einen halben A-Knopf, oder? Ich habe gehört, da soll es auch... einen halben A-Knopf. Ich habe gehört, da soll es auch ein Wüstenlevel geben. Und Mario. Der ist ja wohl der 30. Ja, glaub. Aber dieses Wüstenlevel, ne? Was ist Recycling? Stirb an Hund der AIDS, okay? Die meisten meiner Informationen habe ich tatsächlich aus dem interaktiven Buch Portal 2 The Final Hours. Das Ganze ist übrigens von George Keithley geschrieben, der Typ, der die Video Game Awards gemacht hat, der da geredet hat als Host. Boah, der Typ, der den... Der hat mega gute Sachen gemacht. Der macht aber mega gute Bücher über die letzten Stunden der Entwicklung von Spielen oder allgemein die Entwicklung. Das ist mega interessant, wenn man sich da mal reinguckt. So, dieser Test lieber mehr Bücher schreiben, als die Game Awards machen. Dieser Test ist der erste nicht recycelte und soll quasi die Physik-Engine einfacher erklären als irgendwie 4-5 Tests kann man in Portal 1. Fällt es runter, ist es da. Ja, das ist so solche Sachen. Existiert. Solche Sachen muss man Leuten einfach beibringen. Vor allem auch dieses, wenn es schnell reinfällt, fällt es auch schnell wieder raus. Das ist so Sachen, die muss man den Spieler beibringen. So traurig wie es ist. Ich habe im Portal 1 Let's Replay gesagt, dass die Entwickler extra eine Wand ausfahren mussten, bis der auch, aber erst wenn der Spieler hinguckt, weil die Spieler nicht nach oben geguckt haben. Die haben sich einfach nicht umgeguckt und das muss man halt Spielern irgendwie beibringen. Oh, mir fällt jetzt erst auf, diese 1,1 Volt, die erinnert mich an was. An was? Ach so. Die Kartoffel. Psst. Spoiler. Also ich mag ja am liebsten Spinat.
Bei diesem Test oder er hat uns zugewunken. Ah, hi, kleines Männchen. Die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten. So helfe ihm Gott.